Haben schon seit ein paar Jahren Karten für Mario Barth. Ach, ich. Nee, richtig blöd. Die Fam hat mich sogar abgeholt. Hier an der U-Bahn. Guten Morgen! Hier, die haben hier einen Roller. Leute, ich habe gerade einen kleinen Fangirl-Moment. Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute, ich habe kein Datum, ist der 6.5., der 6. Mai. Heute ist Freitag und ich bin jetzt gerade dabei zu packen. Für mich geht es nämlich übers Wochenende nach Berlin. Die Fam ist auch da, die fahren mit der Bahn von der Heimat aus nach Berlin und ich fliege jetzt hin, weil sich das sonst nicht gelohnt hätte. Ich sitze sonst halt 12 Stunden in der Bahn und für so ein Wochenende ist das ein bisschen doll. Aber ich bin jetzt hier gerade dabei zu packen. Hier im Hintergrund habe ich mir schon mal meine Outfits rausgelegt und alles, was ich so mitnehmen möchte. Und das packe ich gleich mal in meinen Handgepäckskoffer. Ich habe zum Glück dieses Mal einen kleinen Koffer, muss nicht mit so einer fetten Tasche rumrennen. Das ist schon mal cool. Ich konnte schon mal einchecken. Das ist auch gut, dann habe ich da überhaupt keinen Stress. Und genau, ich werde jetzt gleich mal anfangen, die Sachen in den Koffer zu packen. Und hier nochmal ein bisschen rumzuwuseln, was ich noch so brauche. Das Wetter in Wien ist heute nicht so gut. Es ist bewölkt. Trotzdem warm. Aber in Berlin soll es auf jeden Fall gut werden. Da freue ich mich schon drauf. Da soll die Sonne scheinen. Es soll warm werden. Und genau, warum sind wir überhaupt in Berlin? Wir haben schon seit ein paar Jahren Karten für Mario Barth, der in Berlin ist. Und da gehen wir hin. Ich bin gespannt. Also, ich möchte nicht zu voreingenommen in die Sache reingehen. Es gab einen Zeitpunkt, da fand ich das mal lustig. Wahrscheinlich einfach, weil meine Eltern das lustig fanden. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so mein Humor. Aber ich möchte mich da eigentlich jetzt gar nicht so vorher drauf einstellen. Deswegen, ich schaue mir das einfach an. Und sonst freue ich mich sehr auf Berlin. Ich war schon länger nicht mehr in Berlin und freue mich da sehr drauf. Ja, genau. Also das ist so geplant. Und ich packe jetzt hier mal zusammen. Also folgendes Update. Ich lag gerade eine Stunde im Bett, über eine Stunde, und habe einfach nichts gemacht. Nichts. Jetzt sind meine Haare erstens im Arsch und mein Kopf ist immer noch nicht gepackt. Also ich bin jetzt schon mal gut weitergekommen, da ist eigentlich auch fast alles drin. Aber jedes Mal vorm Koffer packen oder vorm Zusammenpacken bin ich so, oh nee, jetzt erstmal ein bisschen Pause. Richtig unnötig. Ich mache das jetzt schnell. Ach, ich, nee, richtig blöd. Ich packe jetzt schon mal Sachen zusammen und dann kann ich noch irgendwas Produktives machen oder so. Oh, meine Güte, echt. Okay, folgende Situation. Mein Koffer ist jetzt eigentlich fertig. Hier ist das Mäuschen. Der ist jetzt soweit fertig. Vielleicht ziehe ich noch einen anderen Pulli an, weil irgendwie für 3 Tage 3 Pullis mitnehmen ist auch ein bisschen doll, oder? Deswegen ziehe ich, glaube ich, einfach einen an, den ich jetzt schon eingepackt habe. Und die letzte halbe Stunde habe ich damit verbracht, Aktienkurse zu beobachten. Also ich bin hier heute wirklich mal wieder sehr produktiv. Aber ne, heute ist Aktienfreitag. Ich werde hier auf jeden Fall gleich nochmal einsteigen. Aber ich glaube, das Tief ist noch nicht erreicht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich warte jetzt noch bis 17 Uhr. Und schaue, wie sich die Sache dann entwickelt hat. Oh, man steigert sich da immer so ein bisschen rein, ne? Ich bin. Das geht dann immer ganz schnell auf einmal. Aber gut, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mir noch eine Stulle schmieren, damit ich am Flughafen was essen kann. Und ich habe nämlich auch noch Brot. Und das mache ich mir jetzt einfach. Was habe ich denn sonst? Ich habe noch veganen Käse. Ja, das passt doch perfekt. Oh, wirklich, das habe ich wieder toll geplant. Ich verlasse das Haus und hier ist nichts mehr an Essen, was irgendwie schlecht werden könnte. So, das macht mich ein bisschen stolz, will ich ehrlich sein. Also auf jeden Fall nehme ich jetzt halt dann die Sache noch mit. Dann ist das ganze Essen auch leer. Okay, es ist 17 Uhr, Zeit für einen Aktienkauf. Schauen wir mal rein, wie das jetzt hier so aussieht. Ah! Scheiße. Das ist nicht gut. Okay, das ist ganz scheiße. Nein, ich habe den Moment verpasst. Okay, egal. Ich warte jetzt noch ab. Oder stecke ich jetzt ein? Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Das können wir jetzt natürlich immer nur rückwirkend sagen. Aber als ich das letzte Mal reingeschaut habe, war ich wirklich genau beim absoluten Tief da. Okay, egal. Oh, jetzt sieht das hier gar nicht. Ich schaue später nochmal rein. Der Koffer ist zu. Ich habe den jetzt gerade mal hier so hochgehoben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der zu schwer ist. Also ich darf, glaube ich, echt nur 8 Kilo mitnehmen. So, ich gebe jetzt hier noch einmal an. Gar kein Gefühl für die Sache. Oh, das fühlt sich schon schwer an. Das sind auf jeden Fall mehr als 8. Aber ich hoffe einfach, dass sie es nicht wiegen.
Und sonst nehme ich einfach alles in die Hand. Ich weiß sogar nicht, warum der so schwer ist. Ich habe da gar nichts Schweres drin. Meine ganzen Flüssigkeiten habe ich eh im Handgepäck. Also in meinem Rucksack. Ich weiß jetzt nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich hab dann nur ein paar Schuhe drin. Vielleicht möchte ich ihn jetzt auf die Waage stellen. Ich weiß nicht. Do I wanna know? Ich mach's jetzt einfach. Oh, Durst. So, also irgendwie geht meine Waage nicht. Deswegen lassen wir das jetzt einfach. Also ich fliege auch mit Austrian, deswegen hoffe ich einfach, dass die nicht wiegen. Und ansonsten bin ich jetzt ready und mache mich jetzt auf den Weg. Gut, ich bin jetzt auf dem Weg. Ich habe jetzt alles dabei. Bin natürlich nochmal reingerannt, hatte was vergessen. Klare Sache. Aber ich bin jetzt ready. Hier gehe ich gerade zum Bahnhof. Ich habe mir überlegt, ich gehe vorne mal kurz in den Supermarkt. Zum einen ist ja Muttertag. Oh, wieder voll verplant. Ich glaube, ich bringe meiner Mutter schon mal Mozartkugeln mit. Und dann schaue ich nochmal. Und ich wollte mir noch eine Flasche Wasser kaufen, damit ich es nicht am Flughafen machen muss. Und genau, ansonsten bin ich gut in der Zeit. Also das passt alles. Hier muss ich hoch. Und genau. Ich bin jetzt hier am Flughafen. Hat alles gut geklappt. Ich bin durch die Sicherheitskontrolle. Easy peasy. Es ist alles fein. Und ich bin viel zu früh. Aber das ist gut. Ich fühle mich so ein bisschen wohler, muss ich sagen. Denn das stresst einen. Und ich möchte keinen Stress. Also setze ich mich jetzt hier irgendwo noch gemütlich hin. Gehe mal auf Toilette. Und dann geht es so in einer Stunde weiter. Aber das ist ja auch völlig... Nee, Quatsch. Viel länger als eine Stunde. Aber gut, ne? Das ist in Ordnung. Das finde ich so besser. Ich bin gelandet und ich bin jetzt in Berlin. Und richtig cool, ich bin in Berlin-Brandenburg gelandet. Also bin ich jetzt hier gerade im neuen Flughafen und es sieht schick aus. Komm, geben wir uns hier mal einen Schwenker. Das sieht echt hübsch aus. Doch, war cool. Und das war auch ein richtig guter Flug. Hat mir gut gefallen. Wir haben sogar Wasser bekommen. Toll. Austrian Airlines, gut gelöst. Mag ich. Und jetzt gehe ich hier mal raus. Und dann fahre ich mit der Bahn zum Hotel. So, ich bin jetzt hier angekommen. Die Fähre hat mich sogar abgeholt. Hier an der U-Bahn. Und müssen wir jetzt noch weit gehen? Nö, ne? Und jetzt gehen wir mal zum Hotel. Es ist auch schon spät. Was haben wir denn? 20 nach 11 oder so? Halb 12. Ja, aber es ist warm. Oder? Ist hier nicht warm? Nö, es geht. Ich bin heute den ganzen Tag in T-Shirt rumgelaufen. In T-Shirt? Das ist gut. Ich habe warme Sachen mit. Also, ich habe T-Shirts mit. Du hast T-Shirts mit, das ist gut. So, wir sind jetzt hier im Hotelzimmer. Wir haben ein kuscheliges Sechsbettzimmer ja sogar dann, ne? Eigentlich hätten wir ein Vierbettzimmer gehabt. Aber gut, ich habe jetzt hier mal ein Bett schon bezogen. Nein, also, ne? Ich habe mich jetzt mal hingesetzt. Und was ich eben schon erzählt habe, ich habe aus dem Flugzeug ein Feuerwerk gesehen. Das war ganz cool. Und es ist gar nicht mal so hoch, wie man denkt. Also aus dem Flugzeug sieht das alles ganz schön mickrig aus. Und, ach so, ich war heute früh dran beim Flughafen. Ich hatte keinen Stress. Aber, Mama, du hast mir 4 Stunden vorher geschrieben, ob ich denn schon auf dem Weg sei. Ist dir das bewusst? 4 Stunden vorher hat sie mich gefragt, und bist du schon in der Bahn? Jetzt habe ich dann wieder ein bisschen gestresst. Spaß. Ja, aber sonst war ich heute gut in der Zeit und konnte noch ein bisschen warten. Und wir gehen jetzt schlafen, wir sind alle müde. Und morgen ja, wollen wir hier im Hotel erstmal frühstücken. Und dann schauen wir, was wir so machen. Guten Morgen! Hallo! Wir haben uns jetzt fertig gemacht und jetzt gehen wir mal zum Frühstück. Wir werden hier heute im Hotel frühstücken, weil man da auch richtig nett unten sitzen kann, haben wir gerade mal aus dem Fenster gesehen. Weil das Fenster auf ist. Weil das Fenster auf ist, klar. Und genau, wir gehen jetzt mal zum Frühstück. Ich habe schon Hunger. Wir haben Hunger, gibt Essen. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es auch schon kurz vor 10. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Leinsamen. Das ist natürlich nicht so schlecht. Hier haben wir Obst. Und das sieht doch... leckeres Brot, das sieht doch schon mal gut aus. Beweisvorsicht. Ja, genau. Hallo. Ein wunderschöner Abend. Oh, was haben wir denn hier? Vegan. Veganer Brotaufstrich. Mhm. Jawohl. Oha. Wir haben hier veganen Käse und Tofu. Das ist doch cool. Ich habe Folgendes gefunden. Richtig lecker alles. Ich habe mir ein Brötchen genommen. Dann gab es Guacamole, Grillgemüse, Tofu, übel geil, Tomate und Gurke. Und hier ist noch Sojajoghurt mit Früchten und Leinsamen. Und die hatten so einen veganen Aufstrich. Den werde ich mal probieren. Und ansonsten ein Coffee und Wasser. Und wir sitzen hier echt
Richtig schön draußen. Hey, super Wetter. Wir sind jetzt hier in Berlin City unterwegs. Oh, schön. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber das sieht schon mal schick aus. Wir haben uns jetzt hier ins Regierungsviertel begeben, also sind jetzt hier in der Nähe. Und wir sind jetzt gerade alle losgerannt und holen uns Roller, weil wir hier ein bisschen mit den Scootern durchfahren wollen. Und ja, jetzt holt sich hier jeder ein. Und wollen wir ein bisschen durchcruisen, da freue ich mich schon sehr drauf. Das Wetter ist richtig gut. Also ich habe hier, Outfit habe ich gar nicht gezeigt. Warte mal. That's the look. Also ich habe hier die neue Hose an, dann habe ich das schwarze Top, das ist beides von H&M. Aktuell tatsächlich, habe ich mir mal neu gekauft. Und diese Jacke hier, die ist glaube ich tatsächlich von Shein. Ja, genau, ich hoffe, es ist jetzt hier gerade nicht zu windig. Naja, auf jeden Fall hole ich mir jetzt einen Roller. Wetter ist toll, Sonne scheint. Und dann cruisen wir ein bisschen rum und ich hoffe, dass mir keiner den Roller wegnimmt. Gut, ansonsten habe ich noch was zu erzählen. Das Frühstück war richtig lecker. Die hatten auch echt ein paar vegane Sachen. Die hatten sogar veganen Käse und so. Obwohl ich sagen muss, ich bin gar nicht so der Fan von veganem Käse. Ist immer nicht so optimal. Aber trotzdem auf jeden Fall ordentlich was gefunden. Das war lecker. Ich freue mich richtig auf Berlin. Ich war jetzt schon länger nicht in Berlin. Und irgendwie finde ich, man lernt eine Stadt immer noch mal anders kennen. Also da freue ich mich sehr drauf. Und genau, ne? Das gibt's so von mir. Noch was Spannendes? Ne, das wäre es erstmal. Und ich bin auch lange nicht mehr mit einem Scooter gefahren. Aber wo ist denn jetzt hier das Mäuschen? Schön. Hier habe ich jetzt einen Roller. Den werde ich jetzt mal aktivieren. Und dann cruisen wir hier ein bisschen rum. Ach, das ist ja cool, die haben sogar eine Handyhalterung. Geilo. Kiddies haben hier einen Roller. Mama kommt hier gerade und schiebt das Teil. Die weiß wahrscheinlich nicht, wie das funktioniert. Und dann wollen wir hier ein bisschen durchfahren. Oh, ich sehe eine Fahrradtour. Auch cool. Ich finde es richtig geil, eine Stadt auch mit dem Fahrrad zu erkunden. Aber ich freue mich jetzt auf Rollerfahren, das hat eben richtig Spaß gemacht. Ehrlich jetzt? Geil, die haben Blinker. Und man kann hier halt echt sein Handy reinmachen, das muss ich mal probieren. Finde ich cool. Na, weißt du, wie es angeht? Du musst ihn antreten, wie ein normaler Roller. Wie denn? Jetzt richtig mit Speed. Richtig mal abdrücken und dann den Daumen runterdrücken. Den, ja. Ja. Komm. Und los. Richtig antreten. Du musst erstmal ein bisschen loslegen, ja? Und nochmal. Und jetzt fahren. Ja. Sie hat es geschafft. Da fährt sie. Ach, lustig. Die hat Angst. Die hat Schiss. Ich finde es aber irgendwie auch ein bisschen crazy, dass man die ohne Helm fährt. Irgendwie finde ich schon gefährlich. Er ist so ganz schön schnell. Geil. Ey! Gut, dann können wir. Siehst du, du musst es auch nicht hier angeht, ne? Ihr seid zu alt. Die Rollertour haben wir jetzt beendet, war richtig lustig. Wir sind hier ein bisschen durchgecruised. Wir waren im Museumsviertel. Jetzt sind wir hier beim Reichstag. Hier haben wir ihn nochmal im Hintergrund. Der Bundestag. Und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen durch, machen gleich nochmal einen Abstecher zum Brandenburger Tor und zum Memorial. Ja, genau. Das ist hier so der Plan. Ich muss gleich mal auf Toilette, wenn wir was zu trinken kaufen. Und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Leute, ich habe gerade einen kleinen Fangirl-Moment. Ich habe einen Fangirl-Moment gerade. Ein bisschen aufgeregt, aber ich habe die Emily's getroffen. Hi. Und schau mal, wie gut sie aussieht. Juri. Ja, ich finde es richtig cool. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich freue mich richtig, dich zu sehen. Ich auch. Boah, wir waren jetzt gerade in der Monkey Bar. Richtig cool. Die ist. Alles klar, Chef. Die ist hier oben im 25 Hours Hotel. Und es ist richtig cool, wir hatten so einen leckeren Cocktail und dann ist da oben nämlich auch das Restaurant von Neni. Da wollte ich richtig gern hin und ich habe einfach eine Woche vorher keinen Tisch mehr reservieren können. Richtig crazy. Aber die hatten in der Monkey Bar, da sind ein paar Snacks, hatten wir so richtig leckeren Hummus-Teller und Falafel und so und es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Was ist jetzt der Plan? Wir suchen noch nach einem Supermarkt für Getränke. Oh, man weiß nicht so ganz, wo sie hin. Einfach so links, rechts. Das hab ich auch gerade gesagt. Hallo. Und immer mit dem Fuß sein. Ja, hab ich gemerkt. Und ja, ne, das ist jetzt hier so der Plan. Das wird kuschelig hier. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Waldbühne. Wir hatten gerade eine sehr kuschelige Bahnfahrt, weil die ganzen Hertha-Fans hier auf dem Weg waren. Was ist denn heute für ein Spiel, Alex? Erzähl mal. Hertha gegen Mainz. Hertha gegen Mainz. Wohin geht's? Abstieg. In welche? Hä? Ist Hertha in der ersten Liga? Ja.
noch. Nein, die steigen, die bleiben auch in der Liga. Okay. Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg. Ich möchte die Tasche gar nicht nochmal aufmachen. Alex Flasche explodiert die ganze Zeit, weil da Kohlensäure drin ist. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Mal sehen, ob Alex und ich hier gleich mit den Anjas und Steffens ablachen werden. Mhm. Oder ob das hier nicht so die Sache ist. Mit den Anjas und Steffens Madcorn abgehen. Anja und Steffens. Mal sehen, ne? Ich glaube, wir werden da schon die Jüngsten sein. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin gespannt. Meinst du, das ist noch dein Humor? Nein. Ja. Mario, ne, beweis uns mal, dass du mehr sexistische Jokes kannst. Wie begrüßt es das? Komm, komm mal rein hier! So, und wie findest du es bisher? Ist jetzt gerade Pause hier? Mhm. Ich muss es mal so. Und Alex nicht so. Ja. Ganz okay. Also, ja, also ein, zwei habe ich schon gelacht. Und du? Ja. Ist okay. Eben bei Andreas Gabelleda. Grüße an den Ösi. Maschine. Maschine. Und jetzt geht's gleich nochmal weiter. Klappt, klappt. Klappt. Oder man nimmt sogar auf. Ja, wir sind live. Wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg, die Show ist vorbei. War gut, also die Acts davor, die fand ich echt cool. Und hinter uns saß jemand, wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Erstens hat er alle 5 Minuten einfach mal so ein bisschen gepfiffen. Sehr laut, viel zu laut. Und hatte so eine ganz weirde Lache. Aber auch völlig in Ordnung. Kennt ihr auch diese Menschen, die einfach ein bisschen zu laut klatschen? Auch sehr unangenehm. Wind. Aber ja doch, ansonsten war gut, war in Ordnung, konnte man sich mal ansehen. Hab auch ein paar Mal gelacht, ne? Jetzt sind wir auf dem Heimweg und dann geht's noch ins Bett. Ich bin ultra müde und ja. Na Alex, noch feiern gehen? Ja. Der wäre down, das sag ich so. Ich will mich nochmal verabschieden und den Vlog beenden. Ich habe euch jetzt die ersten beiden Tage in Berlin mitgenommen und war richtig schön. Und was ich nochmal sagen wollte, Emily ist wirklich so eine süße Maus. Ich habe mich so gefreut, die mal zu sehen und habe mich auch mit ihr unterhalten. Und das war richtig cool. Da hatte ich noch gar nicht zu gesagt, aber wirklich ultra sympathisch, sehr authentisch. Hat mich sehr gefreut. Und ja, genau. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und fühle dich alle ganz so gedrückt. Und ein dickes Küsschen an euch alle. Thank you.